9. Spieltag in der Daikin-Handball-Bundesliga und es kommt zum Duell der Gegensätze. Die TSV Hannover-Burgdorf trifft mit dem Selbstbewusstsein von 6 Siegen in Folge auf den TVB Stuttgart, der seit 6 Spielen auf einen Sieg wartet. Der Tabellenvorletzte in Blau kann sich zu Beginn vor allem auf Routinier Kai Häfner verlassen. Der Ex-Hannoveraner von 2014 bis 2019 für die Recken aktiv, lenkt die Angriffsbemühungen des TVB gekonnt. Häfner übernimmt viel Verantwortung und trifft dabei viele gute Entscheidungen, macht's gerne selbst und ist damit erfolgreich oder setzt seinen Kreisläufer immer wieder gekonnt in Szene. Aber bei den Recken steht ein Torhüter im Tor, der heute einen richtig guten Auftritt hat. Und das ist Simon Gade, der bekommt immer wieder seinen Körper zwischen die Stuttgarter Abschlüsse. Und so kommen die Gastgeber immer besser in die Partie. Hanne aus der Distanz, aber auch der weitere Hannoveraner Rückraum weiß zu überzeugen. Und natürlich auch Renners Uschins, der heute nicht ganz so viele Würfe nimmt, aber all seine Versuche erfolgreich verwertet. Stuttgart bemüht sich in der Defensive, hat aber zu selten die Finger zwischen den Würfen. Der Hannoveraner Angreifer und bleibt selbst über 11 Minuten lang torlos und bricht dann endlich in der 29. Minute den Bann. Zu dem Zeitpunkt ist Hannover aber schon weit enteilt und so steht es zur Halbzeit 17:9. Beiden beteiligten Mannschaften ist der Ausgang der Partie früh klar. Hannover diktiert, hat mit Edvardsson einen Spieler, der in der Mitte viel möglich macht und mit Uschins einen eiskalten Schützen in den eigenen Reihen. Die Stuttgarter bekommen die beiden gar nicht in den Griff. Es ist fast eine Kopie des zuvor gesehenen Angriffs. Es ist gelinde gesagt ein Klassenunterschied, bei dem Stuttgart taktisch viel probiert, hinten aber anfällig für Würfe jeglicher Art bleibt. Kulesch mit einem seiner 6 Tore. Und so reicht es aus Reckensicht, 1-2 Gänge rauszunehmen, denn das genügt, um Stuttgart über das gesamte Spiel hinweg zu kontrollieren. Plus 12, plus 13 der Vorsprung für die Hausherren. Und hinten haben sie ja einen Torhüter, der eine richtig gute Partie macht. Und das ist Simon Gade. Hannover zerlegt den TVB Stuttgart in seine Einzelteile und schickt die Gäste mit gehörig viel Arbeit wieder zurück nach Hause. Die Recken gewinnen die Partie mit 33:20 und springen zumindest kurzfristig auf Platz 1 der Tabelle der Daikin Handball Bundesliga. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein.de.